Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Farm. Ich bin Rale von Gamindo. Hi. Und heute bin ich wieder, wie gesagt, am Minecraft Farm Server. Morgen gibt es dann die erste Folge Beyond, also schau seine. Und was ich heute vorhab, ist vielleicht etwas unkonventionell, sagen wir mal. Meine Pferde lasse ich mal in aller Ruhe da stehen. Die Mini-Pferdefarm, die darf da gerne mal sein. Ich habe genug Essen mit und was ich heute geplant habe, ist das, dass ich... Oh, da zuerst einmal Zwerges Bude betrachten tue. Das schaut schon mal sehr geil aus, muss ich sagen. Oh, wow. Jetzt ist leider die Frage, wie das... Ah, da oben. Okay. Hallo Huhn. Okay, ich weiß, er hat zumindest eine geschaut dadurch. Gut. Das schaut da schon echt nice aus. Deswegen irgendwie creepy gefunden, die Figur. Den Indian da. Compact Chest, ja, egal. Was ich halt vorhab, wäre ein paar Enderpearls zu suchen. Also eigentlich Enderman zu suchen und das heißt, wir sind einmal eine Nacht in der Gegend unterwegs und suchen nach Zeug, was man. Okay, da sind überall Sachen möglich zum Spawnen, das ist schon mal sehr gut. Und das heißt, ich suche jetzt nach Enderman und eben nach Enderpearls, denn die Enderpearls ist das, was ich will. Und da ziehe ich mir auch wieder meine Rüstung an, meine Protection Rüstung und Featherfalling. Featherfalling ist sehr praktisch für mich. Denn was ich vorhätte, was ich aber noch nicht so vielen Leuten sagen will, obwohl ich sag's auf YouTube, also vielleicht sage ich es ja ein paar Leuten, wäre, jawohl, die sind zwei Hit down, das heißt, die kennen wir nichts mehr, wäre, jetzt müssen wir mal schauen, wie viel? 19 Attack Damage. Okay, das heißt, ich habe nur zwei Modifier frei, das heißt, ich kann das nur auf über 10 Herzen aufbringen. Das ist sehr nice. Na, damit ich es jetzt endlich rausbringe, ich habe vor, ist Stronghold zu suchen. Oder die Stronghold oder wie auch immer. Und dafür brauche ich eben Enderpearls. Denn wenn ich es gefunden habe, dann kann ich erstens einmal die Stronghold durchsuchen, was relativ witzig ist. Was vielleicht in der nächsten Folge passieren wird, wenn ich da jetzt dann irgendwann nochmal. Es ist ja auch doof, dass es regnet und dass ich nicht schlafen kann, weil. Im Regen spawnen kann der Enderman. Beziehungsweise sie spawnen schon, nur sie sterben gleich wieder. Und teleportieren sich die ganze Zeit in der Gegend rum. Deswegen gehen wir doch mal in die Höhle. Die Höhle schaut gut aus. Sie ist hoch genug. Sie ist dunkel. Und sie hat Creeper. Und ich brauche unbedingt nur Nether Quartz, das gibt's hier nicht. Verdammten Skelette. Ah, was stehst du? Na. Und man sieht gerade wirklich nicht viel. Ich schaue nur mal ganz schnell. Kann ich die Brightness noch weiter aufstellen? Na. Das heißt, ich muss. Hallo Zombie. Das heißt, ich muss wirklich mit Fackeln arbeiten. Tun wir den mal da her. Holz habe ich keins mit. Das ist ja noch schon ausgezeichnet. Dabei muss es ja nur aufhören zu regnen. Damit war schon alles super. Aber scheinbar ist nur mitten am Tag. Denn schlafen gehen wir davor nicht kennen. Ich habe es nämlich probiert, denn ich wollte den Regen sofort wegschlafen. Aber wir gehen uns einmal retour, denn vielleicht wird es ja Nacht, während wir uns auf dem Rückweg. Und was ist bitte mit den Lags? Das gibt's ja nicht. Schauen wir nochmal Optionen. Tun wir das auf 8 Chunks, oder? Na, es laggt trotzdem. Irgendwas
ist mit dem Server oder irgendwas ist mit meinem Rechner in letzter Zeit. Hm. Da werde ich fast ein bisschen base mit dem Ding. Aber ja, ist ja mal egal. Jetzt sind wir mal wieder da. Und was ich jetzt dann noch zuerst machen werde, ist Netherquarz suchen, sammeln etc. Denn so wie ich gerade ausgerüstet bin, sollte das eigentlich recht gut gehen. So. Und die freue mich aber schon wieder auf Beyond. Denn Beyond werde ich jetzt noch gleich im Anschluss auf das aufnehmen. Okay, so viel Platz habe ich gar nicht, wie ich gedacht habe. Haben wir mal das raus und das und den Kopf. Zombie-Kopf Cult Mounts und Creeperhead haben wir raus. Obwohl Creeperheads sind voll cool für Flaggen. Aber man kriegt davon Gott sei Dank genug. So, haben wir die da mal abgesperrt. Dann machen wir das Ganze ein bisschen anders. Und zwar gehen wir da rein. Denn nein, das war zu langsam. Dann gehen wir halt da. Na, mit Excavator Hammer. Für was haben wir nämlich unseren tollen Hammer gebaut? Hallo? Hilft du auf zu brennen wieder mal? Danke. Wir sollen uns wieder voll essen. So, und wie viele Karotten habe ich jetzt? 3 von 5, 4 von 5, 5 von 5, jetzt kann ich wieder Kartoffeln futtern. Ich habe mir ziemlich überlegt, ich muss einfach immer zwei unterschiedliche Futterdinger dabei haben, wie Karotten und Kartoffeln. Und eins ist eigentlich nur dazu da, dass ich das andere mehr essen kann. So, und jetzt schauen wir doch mal schnell den Weg da durch. Jede Menge Pilze, das ist super. Vor allem unterschiedliche Pilze. Und dann mal nochmal. Das geht mit dem Hammer so super. Und das Tolle an dem Hammer ist, er ist unzerstörbar. Das macht mich echt happy, dass das hingehört hat. Aber in meiner ist ja noch nicht oben, da braucht man ja einen Hammer. Aber ob ich mal einen Hammer auf Ding baue, weiß ich noch nicht in Beyond. War ziemlich eigentlich cooler, an unzerstörbare Pickaxe zu haben, weil man damit weiterkommt. Denn für alle Sachen, was mehreres bringen, hat man ja Gott sei Dank Wayne Miner noch an. So, und da oben müssen wir jetzt einmal einen Propfen reinhauen. So. Und da haben wir gleich noch mehr. Oh, da haben wir noch einen Propfen, meine. Und da gleich nochmal. Denn dann machen wir uns jetzt einmal als allererstes. Nämlich. Moment, das machen wir mal so. Und einmal so. Hehe. Dann machen wir uns nämlich als erstes da jetzt noch an den Hump oder das Claymore besser. Der ganze tolle Netherrack überall. Ich mag Netherrack. Es ist nämlich ein Block, der viel vorhanden ist und gleich langweilig ausschaut wie
Wie, sag schon, wie. So, jetzt bin ich verwirrt. Gleich langweilig ausschaut wie Cobble. Nur, man kann ihn zu coole Blöcke machen, indem man jetzt nachher einfach in den Ofen haut. Weil die Cobblestone-Blöcke, die was man sonst so hat, die sind alle nicht so cool. Ah, der Hammer ist echt angenehm. Ich hätte sowas einfach schon viel früher haben sollen. Und der Nether ist etwas finster, aber wenn man die Brightness hochstellt, finde ich, ist es gar nicht so schlimm. Und allein schon die Level, was man dabei kriegt. Mit Level 30 kann er die jetzt auch wieder am Bogen enchanten. Was ich wahrscheinlich auch noch tun werde jetzt danach. Denn wir sind erst 10 Minuten in der Folge circa. Also mehr oder weniger. Schauen wir da nochmal, was haben wir da? Darkwood. Aha, aha. Sonst jetzt ist das Portal genau über mir. Bitte hätte es Leica Lava erwischen. Plopp, aber das ist besser gegangen wie erwartet. Jetzt hauen wir uns noch den neuen Sachen von Quartz drauf. Dann machen wir nämlich mehr Schaden mit dem Claymore. Und das ist so super. Das Iron Claymore, das ist nämlich ein reines Iron Claymore eigentlich. Und damit macht man schon so viel Schaden. So, da hinten haben wir noch Quartz. Was waren da jetzt? Waren wir da vielleicht noch irgendwo eins drin? Na. Na, wirklich nicht. Da noch eine Schau am Blick. Na, alles nix. Alles nix. Nix. Achso, den Modifier muss ich jetzt zuerst fertig machen. Verdammt, das heißt, ich brauche noch ein Quartz. Okay, ich muss nochmal in den Nether. Nochmal ganz kurz. Das hätte ich jetzt natürlich aufpassen können. Oh, und Annies Haus wird von Zombies heimgesucht. So, wo gehen wir jetzt hin zum Nether-Quartz farmen? Denn so weit weg kann es gar nicht sein. Oh wow, dass sich der Sprung ausgeht, damit habe ich nicht gerechnet. Machen wir aber trotzdem mal am Weg. Da schaut alles sehr abgefarmt aus. Und jetzt können wir da wieder ein paar Kartoffeln futtern. So, jetzt sollte auf 5 von 5 stehen. Ja, da kann ich wieder Karotten essen. Ah, herrlich. Und da hört man schon wieder die tollen Ghasts. Ghasts sind so nervig auf dem Server. Oder generell im Minecraft. Aber auf dem Server nur mal mehr, weil man... So, jetzt schauen wir nochmal. Auf dem Server nochmal mehr, weil es laggt. Und da haben wir ja schon den Nether Quartz. Alles, was wir brauchen und alles, was das Herz begehrt. Mossy Stone, nein, das Flamestring, das braucht man nicht. So, und wieder retour und bauen uns einen Modifier fertig und bauen uns die anderen beiden Modifier dann noch drauf. So, irgendwo in die Richtung müssen wir. Können wir wahrscheinlich da schon mal laufen, da sind auch alles Fackeln. Aufhört, denn das Cobblestone-Zeug habe ich schon öfter gesehen. Yippie! Und da sind wir wieder. Die sind so cool. Die Waypoints, die sollte man im echten Minecraft auch einführen.
Also im normalen Vanilla. Die finde ich nämlich verdammt praktisch. Und jetzt habe ich gerade wirklich gemeint, wegen dem Creeper halt, dass da ein Creeper ist. Und wir sind auf 15 Minuten. So, jetzt machen wir noch 25 Schaden, das sind 12,5 Herzen. Ha, was tue ich da dann noch drauf? Weil jetzt nochmal Quarz anfangen, dann mache ich mehr Schaden. Aber 25 Schaden ist schon jeder Zombie und alles drum und dran mit 12,5 Herzen. Obwohl, Rüstung fehlt noch. Haben wir trotzdem da das alles drauf. So, Iron Cleaver, mit dem wir jetzt alles one-hitten können. Und jetzt ist es wieder hell, aber es regnet nicht mehr, das ist schon mal gut. Und machen wir uns jetzt auf die Suche nach ein paar Endermen. Obwohl, jetzt ist hell und die Frage ist nur, wie lange. So, da schaue ich noch. Ah, es ist die Sonne gerade erst aufgegangen. Na, das heißt, in der Folge werde ich keinen Enderman mehr finden. Dann muss man schnell was anderes überlegen. Ich habe leider keine Ahnung, was. Dann tun wir doch Bögen enchanten. Weil jetzt sollte ja da wirklich die Blazes One-Hit töten. Jetzt hoffen wir mal, tut sich da drin was? Ja. Kurz dastehen und da jetzt zwei Blaze Spawner drin sein, weil der Annie ja so viel eine getan hat, ist es verdammt cool. Und die Klapp, wenn ich da einen Villager irgendwie herstelle, müsste der eigentlich permanent spawnen. Das muss ich mal nachschauen. So, 85 Blaze Rods. Jetzt schauen wir, da habe ich sicherlich. Ja, da habe ich eins. Ah, verdammt, ich habe schon wieder kein Lapis. Nee, ich brauche Lapis Lazuli. Dann werden wir schnell noch schauen, ob ich da nicht irgendwo noch Lapis Lazuli umliegen habe. Obwohl, das habe ich glaube schon öfter geschaut. Da mal ein Slime Ball. Da ist auch nichts drin, dann gehen wir ganz schnell in die Mine. Ich brauche ja auch Lapis Lazuli vorkommen. Kannst du sprinten? Danke. Das ist in Infinity ja anders. Obwohl es 1.7 ist, kann man, wenn man Control drückt, sprinten ganz normal. Das ist awesome, ich sag's eigentlich. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich das vermisst habe. Da Redstone, Redstone, Redstone braucht man nicht, braucht man alles nicht. So. Komm schon, Lapis Lazuli. Da mal Eisen, das lassen wir mal da. Ich brauche doch nur Lapis. Liebes Game. Let me find Lapis. So, dann graben wir da unseren Weg weiter, denn ja, die Lava lassen wir da, die auf der Seite und die da, und ich will jetzt gerade nicht alles töten, nicht direkt. So, Redstone, 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 habe ich irgendwo Holz und Kohle? Na, habe ich Glowstone Nooks?
Auch nicht. Ich habe aber sehr viel. Denn sehr viel Glowstone habe ich in. Da haben wir mal Kohle. Sehr viel Kohle. So, da haben wir drei Fackeln. Da muss ich leider in Netherrackhause hauen. Und jetzt muss ich damit die Fackeln sparen, denn jetzt schau ich nochmal. Habe ich Holz? Ich habe nur den verdammten Fence. Aber ist ja auch egal. Jetzt gehen wir da schnell die Gerade weiterführen, denn irgendwo muss da ja sicherlich Lapis am Weg liegen. Wir sind immerhin auf Höhe 11. Und jetzt sind wir aber schon bei 20 Minuten. Das heißt, ich höre wieder eine Folge auf, ohne dass ich alles da gemacht habe, was ich wollte. Aber diesmal hat mir der Regen leider ziemlich eingepfuscht. Aber mit meiner tollen Liederrüstung, die ich da anhab, wünsche ich irgendwas. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn es euch ganz gut gefallen hat, lasst mir ein Abo da. Und schaut auch beim Shamsugo, beim Annie und beim Zwergi vorbei. Der Zwerge geht gerade richtig steil auf Twitch. Schau's dir noch einmal vorbei. Hat er sicher einen Link in seiner Videobeschreibung irgendwo drinnen. Und mit dem hin, ich wünsche euch was. Müssen wir halt leider ein bisschen zeitiger aufhören, weil ich doch bei den 20 Minuten bleiben sollte als Kassen. Aber ciao, ciao, bis zum nächsten Mal mit deinem Kamerale.